Jo, meine kleinen Edelnerds und herzlich willkommen zu keiner Folge, sondern eher mehr zu einer Frage. Ich bin jetzt, heute ist Sonntagabend mittlerweile auch schon, kurz vor 10 irgendwie, mir geht's heute nicht ganz gut, aber die Folge möchte ich jetzt einfach mal noch ganz schnell aufnehmen, weil, ja wie gesagt, mir ging's heute nicht so gut, hab mich einfach heute auf die Couch gelegt und hab nichts gemacht, hab nur Serie geschaut, Filme und was nicht alles so. Und nebenbei mein Handy in der Hand gehabt und ein wenig gelevelt. So, und mittlerweile habe ich so viel Zeug zusammen. Also hier habe ich schon 1, 2, 3, 4 Regenbogenmann. Mittlerweile habe ich auch so viel gelevelt, dass ich, also ich muss sie nur noch aufwerten. Dass ich halt auch den fünften hier mittlerweile schon hochhauen kann. Und ich werde nach und nach, also ich habe schon nachgezählt, ich habe hier so viele 3 Sterne Regenbogenmann auf Max Level, dass ich sie aufwerten kann. Also da werde ich jetzt hier noch 4 Sterne Monster, also halt 5, 4 Sterne Monster nochmal hochziehen, das werde ich wahrscheinlich auch noch heute hinkriegen, um sogar einen zweiten Sixstar machen zu können. Die Frage ist jetzt aber, welche? Ich habe da mir echt den Kopf, ja nicht zerberstet, aber überlegt und ja gefragt, was könnte ich jetzt hochhauen? Ne, also ich kann mittlerweile Giant 10 ja machen, es ist noch nicht ganz safe, das möchte ich natürlich etwas safer kriegen und vor allem auch schneller, weil ich ja aktuell, wie die meisten Leute wissen, so um die 5 Minuten brauche, das ist schon etwas lang, ne, also da hätte ich jetzt gerade so Orochi im Angebot mit seinem Dot, der er da drauf klangen kann, wenn er 100% Crit hat, hier mit seiner 3. Ist schon ziemlich geil, dann sind das 6 Dots, kann ich den Giant runterdotten. Geht auf jeden Fall um einiges schneller, auch um den Crash, beziehungsweise halt die ganzen Mobs davor wegzuballern. Dann habe ich hier noch Lisa, Galle und Megan im Angebot, weil ich natürlich so langsam, also, ja, also ich werde wahrscheinlich Giant 10 noch ein bisschen machen müssen, um die Runen zu kriegen, aber ich möchte dann auch so langsam anfangen, mein Dragons Team zu bauen. Da sollen die 3 auf jeden Fall mit drinne sein. Vero, Bella, der Bella auf jeden Fall schon, denke ich. Aber weiß ich noch nicht, ob Vero da mit eine Rolle spielen wird. Aber die 3 sollen ja auf jeden Fall mit drinne sein. Also da bin ich auch am überlegen, die mit auf Sixstar zu machen. Orochi halt jetzt, um Giant auf jeden Fall schneller und Saver vielleicht zu kriegen. Ich weiß es nicht. Deswegen jetzt die Frage an euch, erfahrene Spieler, also Darion und Arman auf jeden Fall nicht. Shannon möchte ich auch ungern auf Sixstar machen, weil, ja, also da tue ich mir ein bisschen schwer, weil es haben so viele Shannon nicht auf Sixstar. Die kommt da mit 5-Star durch, auch wenn die Runen jetzt bei mir nicht optimal sind, aber mittlerweile geht's ja, denke ich. Ich habe die ein bisschen hochgepusht. Defensive könnte noch ein bisschen besser sein bei Shannon, okay, aber mittlerweile überlebt sie das ziemlich gut, auch wenn das Timing manchmal ein bisschen beschissen sein kann bei Giant. Und dann gehen sie alle drauf. So, und da ist Shannon aber halt nicht der Einzelfall, ne? Also da gehen einfach alle drauf, wenn das Timing ein bisschen beknackt ist mit den Debuff. Und deswegen jetzt die Frage, wen haue ich jetzt als nächstes Sixer? Ich habe nicht so viele. Ich hätte natürlich jetzt auch gerne eine Shazoon, die hätte ich ja auch instant Sixer gemacht. Eine Werde, ein Werde oder. Ne? Also die hätte ich jetzt instant alle Sixer gemacht, wenn ich sie gehabt hätte. Ich habe mittlerweile auch schon andere 5-Sterne-Monster hier gebastelt für TOA. Aber da sind jetzt auch so Kackruhen drauf. Ich habe im Stream am Samstag, Mittwoch war das, gefragt, wen kann ich nehmen, da hat man mir ein paar jetzt hier vorgeschlagen, Marv sowieso, ne, ist klar, dann habe ich jetzt hier noch Wochi, hat man mir vorgeschlagen, klar, mir fehlt noch ein Monster jetzt, die anderen habe ich, glaube ich, wieder ins Lager gepackt, ne, Quatsch, warte mal, es war Marv, Wochi, Barretta, Vero und, du musst überlegen, wen hatte ich da als fünftes mit? Ja, überlegen, Barretta, Marv, Wochi, guck mal ganz schnell im Lager. Ich hatte auf jeden Fall 5 mit. Warte mal, Vero. Ach, Spectra, genau. Spectra war das, der 5. Also Vero hatte ich, Barretta hatte ich, Marv, Wuchi und Spectra. Man meinte zu mir, die brauchen gar nicht so geile Runen, die kommen auch so ziemlich geil durch, aber ich hänge bei 50 immer noch fest. Ja, sorry. Okay, das Lachen muss ich mir halt. Darf ich jetzt nicht zu doll in der Folge machen? Wie gesagt, mir geht's halt
heute echt kacke. Folge wollte ich jetzt trotzdem rausbringen. Wie gesagt, die 5 hatte ich jetzt hier. TOA. Aber es funktioniert immer noch nicht. Klar, der 5. Vero sollte jetzt eigentlich nicht mitspielen. Entweder Train oder Hemus. Aber die beiden habe ich aktuell nicht. Deswegen, ja, muss ich halt mit denen auskommen, was ich gerade habe. Vero hat eigentlich eine ziemlich gute Alternative. Kann Stun, hat einen Single Dot und so weiter. Aber es geht auch gar nicht um TOA. Wenn ich in TOA nicht so krass weit komme, passt das schon. Hier fehlen einfach nur die richtigen Runen drauf. Wenn ich ein bisschen bessere Runen haben, das kommt halt, wenn ich Shine farme, dann sollte ich da auch ein bisschen besser vorankommen. Das ist aber halt nicht die Frage, ne? Also die Frage ist eigentlich jetzt, was mache ich als nächstes Sixer, beziehungsweise die nächsten beiden, ja? Also da bin ich wirklich auf euch angewiesen, Leute. Wenn ihr das Video guckt, auch mal was in die Kommentare schreiben, ja? Also ich vermisse das. In den letzten Videos habe ich null Feedback von euch bekommen. Das ist so, macht mich schon ein bisschen traurig. Es ist okay, ja, ist natürlich eure Entscheidung, aber es macht mich trotzdem ein wenig traurig. Es ist halt auch Support, Feedback und so. Und vor allem ist da ein neuer Algorithmus auf YouTube, dass, wenn man Kommentare unter dem Video schreibt, natürlich auch ein bisschen weiter oben gelistet wird. Damit würdet ihr mich halt auch supporten, ne? Aber wie gesagt, ist nicht unbedingt notwendig. Jetzt aber möchte ich das gerne von euch haben, dass ihr mir unten in die Kommentare schreibt, welche beiden ich mir als nächstes Sixer basteln soll. Ja, also es ist halt nur wichtig, dass ich in Giant entweder Saver und schneller, also da, die beiden wäre halt so eine krasse Sache. Saver auf jeden Fall Prio, sollte an erster Stelle stehen. Und natürlich so langsam dann auch fürs Dragon Team basteln kann. Da könnt ihr mir auch gerne mal was reinschreiben und in die Kommentare, wie mein Dragons Team denn ausschauen sollte. Wie gesagt, Lisa, Megan, Galle wollte ich halt mitnehmen. Ob das so jetzt passt, keine Ahnung. Ich habe halt, wie gesagt, noch keinen Werde. Ich habe, was das ist, Sigmarus habe ich auch noch nicht. Muss ich mir vielleicht noch eventuell basteln. Aber wie gesagt, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Das ist jetzt die Frage, Leute. Welche beiden als nächstes Sixer? Und das war's dann auch schon. Ich muss unbedingt die Folge beenden. Ich muss mich hier gleich wieder hinlegen. Das ist schon wieder zu viel Anstrengung für mich. Aber, wie gesagt, bitte Leute, haut's in die Kommentare. Diesmal bin ich auf euer Feedback angewiesen, ja. Haut's einfach in die Kommentare. Was soll ich als nächstes Sixer machen? Ihr seid jetzt wirklich gefragt. Ich möchte nicht irgendwas sinnlos jetzt auf Sixer machen, was mir im Endeffekt zwar irgendwann weiterhelfen würde, aber jetzt nicht weiterhilft. Ja, ich brauche unbedingt jetzt was, was mir jetzt weiterhilft. Von daher, Leute, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Haut's, wie gesagt, in die Kommentare. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.